Die Fastenzeit ist vorbei, der Ramadan ist beendet und das heißt Zuckerfest. Das wird am vergangenen Samstag auf dem Gelände des Bogensportclubs BB Berlin e.V. in Berlin-Weißensee ausgiebig gefeiert. Zuckerfest ist sozusagen ein mindestens dreitägiges Fest nach Ramadan, wo man also den Abschluss von Ramadan feiert. Und das ist eine besondere Zeit. Man schenkt sich Süßigkeiten, andere Geschenke, man feiert zusammen mit Freunden, mit der Familie oder auch mit anderen Menschen. Man hat einfach eine tolle Zeit zusammen. Und das ist heute hier wunderbar, bei bestem Wetter. Gemeinsam mit drei Einrichtungen für geflüchtete Menschen wird hier alles aufgefahren, was das Kinder- und Elternherz höher schlagen lässt. Wir haben eine Hüpfburg, wir haben einen Spielstand mit Dosenwerfen, wir haben Zuckerwatte, wir haben Fußbälle, wir haben eine Torwand, Federballspiele, sodass für jeden irgendwie was dabei sein sollte. Und natürlich gibt es ein reiches Angebot an kulinarischen Köstlichkeiten. Von Grillgemüse über Buletten und Hähnchenkeulen bis hin zu Zuckerwatte für die Kleinen. Gerade die hat es den Kids angetan und sorgt durchgängig für Regen an Sturm. Und das, obwohl Ralf-René Gottschalk zunächst befürchtet hatte, dass der Andrang auf die Veranstaltung gar nicht so groß ausfallen würde. Die Organisation haben wir während der Ramadan-Phase gemacht, wo die Menschen also von dem Energielevel in der Regel so ein bisschen runtergefahren sind. Und umso glücklicher bin ich, dass heute also so viele Menschen gekommen sind, so viele Kinder da sind und hier zusammen feiern. Und die haben Energie bis zum Abwinken. Egal ob auf der Hüpfburg beim Bogenschießen oder einfach beim Kicken auf der Wiese. Hier haben absolut alle ihren Spaß. Auch Dennis Buchner, seines Zeichens Mitglied des Abgeordnetenhauses, weiß, wie wichtig die hier geleistete Integrationsarbeit ist. Na klar, der politische Stellenwert ist schon ein großer. Weißensee hat in den letzten Jahren drei ziemlich große Flüchtlingseinrichtungen, Unterkünfte bekommen. Und dass hier jetzt gemeinsam mit dem Sportverein das Zuckerfest gefeiert wird, das ist einfach ein gutes Zeichen, dass sich die Unterkünfte in die Nachbarschaft vernetzen und dass deutsche und geflüchtete Menschen Begegnungen schaffen. Und das kann man auch mal würdigen hier und gemeinsam feiern. Dass diese Vernetzung hier zweifelsohne funktioniert, da sind sich alle einig. Glaube ich, hier eine relativ relaxte Atmosphäre. Wir haben gutes Wetter und ich glaube, das wird ein ganz netter Nachmittag und Abend hier. Die Leute haben Spaß und darum ging's. Ich denke, das ist ein ganz wunderbarer Weg, also Integration wirklich zu leben. Und dafür ist so ein Fest wunderbar. Menschen zeigen sich, wie sie ihr Fest feiern und geben damit die Gelegenheit den Menschen, die hier normalerweise ihren Sport machen, dass sie dann auch sehen, wie funktioniert ein Zuckerfest. Hier wird der Integrationsgedanke gelebt. Eine rundum großartige Aktion.